Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus Altkirch im Elsass. Ja, wie in der gestrigen Folge auch, begrüße ich euch mal wieder im Kuhstall. Ja, ich bin hier immer noch dabei, denn ich habe ganz vergessen, euch gestern zu sagen, ich muss jetzt so ein bisschen auf Vorrat aufnehmen. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch werden jetzt ohne die beiden anderen sein, natürlich bei den anderen aus privaten Gründen. Beziehungsweise muss ich jetzt mal so aufnehmen, wie es mir passt, denn leider ist das Real Life in dieser Woche so ein kleines Punkt-Punkt-Punkt-Loch zu mir, dass ich nicht so wirklich dazu komme, richtig viel zu machen. Denn ich weiß, es werden ganz viele Überstunden auf mich warten. Denn wie ja in der letzten Folge schon gesagt, der Urlaub steht bevor und unser Jahresabschluss ist immer noch nicht fertig. Oh Mann. Soll also heißen, ich werde die ein oder andere Stunde mehr auf Arbeit verbringen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ganz schön kaputt sein werde. Und demzufolge nehme ich das jetzt lieber auf Vorrat auf. Denn wir möchten euch natürlich auf dem Laufenden halten hier aus Altkirch, ne? So, ihr Süßen, bitteschön. Ja, Saufi, Saufi. Wurden schon fertig. Das ging ja schnell. So, das Gleiche machen wir natürlich bei unseren süßen Kühen auch. Oh, ich ärgere mich gerade total über mein Handy. Jedes Mal, wenn ich mein Handy irgendwie anmache, also nicht anmache, sondern da den Bildschirm freigebe, kommt, oh, sorgen Sie für meinen Speicherplatz. Mhm. Jetzt habe ich schon, weiß ich nicht, zwei Apps deinstalliert, die relativ groß waren und das reicht immer noch nicht. Ach, ich weiß nicht, was Amazon da für ein riesen Update vorhat, aber ja gut, wird schon seine Gründe haben. Warum, wieso, weshalb das so riesig ist. Naja, muss halt von Zeit zu Zeit sein. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Hörbücher drauf. Ich bin ja so ein absoluter Hörbuch-Fan. Mache ich ganz, ganz gern, wenn ich zum Beispiel kinderfreies Wochenende habe und hier in der Wohnung so niemand ist. Dann kriege ich voll einen an der Waffel. Ich meine, es ist eigentlich total schön, dass es ruhig ist, ja. Habe ich ja sonst nicht so. Aber ganz ehrlich, oh, wenn niemand da ist, ist das total unheimlich. Ja, deshalb habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, Hörbücher zu hören. Denn erzählt wenigstens einer mit mir. Und ich habe so eine Reihe, die habe ich bestimmt schon dreimal gehört. Und jetzt muss ich ein bisschen Schleichwerbung machen. Nein, mache ich nicht, aber ihr kennt das ja alle selbst. Mir bei Audible die Mitgliedschaft gegönnt. Hat mir ja Amazon erstmal 3 Monate geschenkt als Prime-Mitglied und dann noch einen Monat hinten dran als neuer Audible-Kunde. Und ich sage euch, jetzt habe ich mir alle Hörbücher oder jetzt kaufe ich mir nach und nach alle Hörbücher nochmal. Auch wenn ich sie schon gehört habe. Weil sie sind weg. Ja, ich hatte mir die damals mal runtergeladen und irgendwie sind die weg. Von einer anderen Plattform und ja. Jetzt bin ich wieder in meiner Krimi-Reihe im alten Rom. Also sowas von geil. Ich weiß nicht, ob ihr diese Reihen kennt, ob euch das überhaupt interessiert. Das ist so diese SPQR-Reihe von John Maddox Roberts. So geil. Sowas von spannend. Und ich überlege echt mittlerweile, ob ich mir diese Bücher nochmal in echt hole. Also nicht als Hörbuch, sondern als Lesebuch. Weil da werde ich an so einem Buch wahrscheinlich 3 Jahre hängen, weil das ist riesig. Ja, allein das Hörbuch sind schon... Also pro Buch, und das sind 12 Bücher, bin ich bei 8 bis 12 Stunden Lesezeit. Ja, dann wisst ihr, wie lange ich daran sitze, bis ich das gelesen habe. Aber die sind so schön gesprochen und so interessant geschrieben. Und da ist sehr viel Wahres auch dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da immer, ja, mir die einfach gern anhöre. Ja, und dann höre ich natürlich gern noch Miss Marple gern, ne? Was ja wieder mit Geschichte gar nichts zu tun hat, aber ich finde es einfach knuffig. Und Hercule Poirot. Ja. Ihr wisst, die Isa hat so einen kleinen Krimi, aber nicht so gruselig dick. Und einen total sehr gruseligen Geschichtstick. Alles, was mit Antike zusammenhängt, ist bei mir so, ja, interessiere ich mich halt sehr für. Was mich dazu bringt, dass ich immer noch kein Video euch hochgeladen habe von unserem Urlaub. Da bin ich auch immer noch am Basteln und mir fehlt ganz ehrlich gesagt so ein bisschen die Zeit. Ich möchte das richtig schön machen.
Und ich muss da natürlich ganz viele Sachen auch raussuchen, die uns nicht zeigen. Ja, ich meine, es wäre jetzt vielleicht nicht so schlimm, wenn ich jetzt da zu sehen wäre, aber auf den Hallo, wieder in The Geister City, ne? Ja, aber meine Kinder möchte ich da nicht so unbedingt zeigen. Weil da geht mir doch der Schutz der beiden, ja, ist mir jetzt sehr, sehr wichtig. Ja. Dementsprechend zieht sich das Ganze natürlich auch, ne? Ja. Und aus einzelnen Fotos ein Video machen. Ich glaube, wer das mal ausprobiert hat, das ist gar nicht so einfach, das auch so zu gestalten, dass es das sich gut gucken lässt. Und ja. Ist so ein bisschen, vielleicht schaffe ich es jetzt im Urlaub, mich da mal ganz genüsslich ranzusetzen, aber naja, ich glaube, erstmal mache ich meine Steuererklärung. Oh wei, oh wei. Naja, gut. Ich hatte ja, oder wir hatten ja vor, gehabt, erstmal viel zu ernten und so, ne, dass wir die Produktion weitermachen können. Aber wir haben ganz viel Fische. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, wenn wir jetzt schon die ganzen. Oder in der letzten Woche zwei, drei Folgen damit verbracht haben, hier unsere Fischproduktion in Gang zu bringen. Dann sollten wir jetzt vielleicht auch unsere Fische hier mal einsammeln. Ja, mal gucken, wie diese Plane aussieht. Ui, Fischkisten. Nicht schlecht, Herr Specht. Schau mal einer gucken. Ja, und ich möchte das gern zur Räucherei bringen. Was mich dazu bringt, dass ich vielleicht auch erstmal gucken sollte, wo diese Räucherei überhaupt ist. Aha, da oben. Okay. Dann fahren wir da einmal durch in den nächsten Markt. Und ich habe auch noch nicht geguckt, was man da denn braucht. Das kommt alles denn. Guck mal, wenn wir da sind. Erstmal müssen wir unsere Fischis hier wegholen. Das sind ja nicht so ganz viele. Ja, also so richtig viele haben wir da jetzt nicht produzieren können. Beziehungsweise haben wir jetzt auch nicht weitergemacht. Ja, ist klar, Fischfutter fehlt, Annahme. Hier heißt das Fischfutter Annahme. Ja, Brot, Brot ist klar. Mais haben wir noch ein bisschen was. Wasser ist jetzt nicht so das Problem. Ne? Also kriegen wir auch wieder hin, dass wir denn hier auch noch mehr Fischis kriegen. Aber erstmal machen wir mit dem weiter, was wir so haben. Ah, lecker Makrele, Makrele. Ui, keine Fische mehr da. Ja, ihr wisst, ich habe manchmal eine Macke. Eine klitzekleine, aber nur. So, auf geht's. Schnappen wir uns unsere Fische. Eine Plane können wir leider nicht drauf machen, aber ist ja gut in Kisten verstaut. Ja, Ja, und dann geht's auf wie. Beschäftigen wir uns mal so ein bisschen mit der Räucherei. Ich vermute mal, es ist nur eine Vermutung, ich habe wirklich nicht geguckt, dass man da irgendwas Holziges für braucht. Vielleicht sogar Papier zum Verpacken. Denn wenn wir hier im Nachbarort ist auch eine, so eine, ist ein Kloster. Und da gibt es auch geräucherte Fische. Die sind so super lecker, richtig schmackofatzi. Und die werden ja immer so in so ein beschichtetes Papier eingepackt, ne? Weil die sind ja doch ganz schön ölig. Ach, was mich dazu bringt, wenn mein Kind sein Fahrrad wieder hat. Uns wurde ja dieses Fahrrad geklaut, das hatte ich euch ja erzählt. Wer denn sein neues Fahrrad hat, werden wir da wohl mal hinradeln. Und dann werden wir da mal lecker schönes Forellchen wegnaschen. Da habe ich Gott sei Dank Glück mit meinen Jungs, die essen sowas. Ja, wenn ich da andere Kinder so sehe in dem Alter meiner Kinder, alter Verwalter. Da möchte ich nicht die Mutti sein, die entscheidet, was es denn zum Essen gibt. Nee, da habe ich wirklich Glück. Außer Rosenkohl essen sie fast so ziemlich alles. Und Spargel. Spargel ist auch nicht so. Aber das kann man verstehen, ne? Ist halt auch kein Kindergemüse. Aber sonst essen sie fast wirklich problemlos alles. Ja, mit 57 durch den Ort. Hier gibt es ja keinen Blitzer. Macht ja nichts. So. Was ist denn hier eigentlich? Aha.
Okay. Ist das hier so mit VP gekennzeichnet? Nö. Ist dann halt so ein Hof, ja? Weiter geht's. Ist auch ein cooles Feld hier. So richtig lang gestreckt, ja? Nicht schlecht. Oh, 21. Oh Gott. So viel Rotkohl. Da bin ich mal gespannt, wenn wir hatten ja, oder der Yoda hatte den Tag noch ein Gespräch mit noch einem vierten potenziellen Mitspieler. Da werden wir uns jetzt denn nach Herrentag damit beschäftigen, ob dieser jemand denn mit uns tatsächlich mitspielen möchte. Dann wären wir zu viert und ich werde gleich geblitzt. Hab ich ein Schwein gehabt? Bin ich jetzt an dieser Räucherei vorbeifahren? Jetzt muss ich ja bestimmt nach links weg, wa? Wir biegen einfach mal ab. Zack. Gucken wir mal. Und ja, dann könnte es sogar sein, dass wir relativ bald zu viert hier unterwegs sind. Das wäre natürlich richtig klasse. Weil dann steppt hier richtig der Bär, sage ich euch. Ja, ja. Hallo? Hast du auch grün? Bitte. Jetzt, wo ich hupe. Naja, schön. So, jetzt bin ich bestimmt ganz elegant an der Räucherei vorbeigefahren. Hier steht Räucherei. Wo ist denn hier eine Räucherei? Hallo? Hallo? Hier ist ein Sparm. Oh. Ja, die letzte Folge hieß ja schon Isa auf der Suche. Aha. Fahren wir einfach mal hier so durch mit unserem Fisch. Ja, kostet ja nichts. Vielleicht das da hinter der Mauer wäre vielleicht auch einleuchtend. Oh, hier ist ein Brunnen. Wieder einer dieser kostenlosen Brunnen, ja. Dann ist das wahrscheinlich die Räucherei. Dünn. Dünn. Fahren wir einfach mal dorthin. Ja. Fischräucherei. Ja. Warum könnte man ja auch gleich, warum gleich richtig abbiegen? Man kann ja auch einfach mal hier so durch den Ort gucken, ja? So ein kleines süßes Kirchi angucken. Ja, tut mir ja leid. So, was ist denn jetzt hier? Muss der jetzt hier rein? Oder wie? Wieso blinke ich denn mal immer noch? Ich habe da jetzt schon dreimal drauf gedrückt. So, wo ist denn hier der Bildschirm? Oh, da ist ein Schild. Man sollte offensichtlich von der Seite ranfahren. Gut. Hackschnitzel. Ja, Hackschnitzel haben wir. Das kriegen wir hin. Fisch. Dann kommt da hinten geräucherter Fisch raus. Brauchen wir noch was? Fisch und Hackschnitzel. Ne. Naja, sag ich doch. Irgendwas mit Holz war ja schon einleuchtend. Ne? Hahaha. Hallo, mein kleiner süßer Steier. Es wird aber auch Zeit, dass das eingelagert wird, denn es sieht ja relativ warm aus auf dieser Map. Ich glaube, die müssen ganz dringend ins Kühlhaus. So, Ivy auskippen. Funktioniert jedenfalls schon mal wunderprächtig. Und dann stellt sich ja die Frage... Können wir hier mal ausmachen. Dann tappen wir einfach mal durch, bis wir im LKW sind. Das war... Okay. Denn nicht. Dann fahren wir jetzt mal zum Sägewerk und sammeln. Ganz artig und lieb. Wie fahre ich jetzt am besten? Na, erstmal rechts rum, ist klar. Und sammeln erstmal unser Hackschnitzel ein. Davon haben wir richtig viel. Also es sollte kein Problem sein, das hier voll zu kriegen. Wobei ich da vor einer Woche, glaube ich, so enorm viel Hackschnitzel auch verkauft habe, weil die Produktion unserer Bretter schon stillstand wegen den ganzen Hackschnitzeln. Also weil das da halt voll war.
Und ich denke, ich werde jetzt dann demnächst oder wir denn die Hackschnitzel einfach im Lager gegenüber einlagern, bis das voll ist, damit wir da Reserven halt haben, ne? So, wie fahren wir denn jetzt am besten? Am besten erstmal nicht über die rote Ampel da vorne. Bin schneller als du. Hui. Sag mal, ich fühle mich echt gemobbt hier. Die in Dannemarie, die mögen mich hier nicht. Tja. Ja. Vielleicht müssen wir auch einfach nur auf diesen Strich hier vorfahren. Jetzt haut mir schon wieder die Mops ab, die Maus ab. Oh, oh, es geht los, es geht los. Einmal hier rum. Sägewerk. Guck mal, schon ausgeschildert. Voll geil. Ja. Blinker aus. Map zu. Und los geht's. Schön hier, ja? Also mir gefällt die Map nach wie vor richtig, richtig gut. Die strahlt irgendwie ziemlich viel Ruhe aus, finde ich, obwohl so viel zu tun ist, so viel Arbeit hier zu leisten ist, kommt hier wirklich sehr, sehr viel Ruhe rüber und das gefällt mir sehr gut. Ja, ist nicht so hektisch. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man sucht sich ja die Maps so nach den eigenen Befindlichkeiten auch aus. Und wahrscheinlich durch diese Weite, ja, die hier drauf ist, strahlt hier sehr viel Ruhe aus. Ach, es wäre schon wieder poetisch. Erst erzähle ich was von Krimis und Hörbüchern und jetzt sowas. So, VP. VP heißt im Übrigen für alle die, die sich wundern, was VP heißt, Versorgungspunkt. Könnt ja, wenn ihr zum Beispiel hier dieses nette Feld euch geleistet habt oder gepachtet habt, was ja zum Beispiel mit Mods wie der Bank of Hagenstedt geht, braucht ihr nicht immer zum Hof zurück, ne? Könnt ihr euch da auch Saatgut und Dünger kaufen. Also es ist schon ganz gut gemacht. Musst da halt dafür bezahlen, aber ja gut, da spart man sich halt auch den Sprit. Ja? Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, Torf wurde erst verkauft, hat der liebe Yoda gesagt. Deshalb waren wir ja dann auch vor unserem Drescherkauf bei 6 Mille. Über 6 Mille. Ja. Aber von nichts kommt nichts. Gut, ich wollte sagen, wie das mit der Fischräucherei weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Denn es steht ja noch so ein bisschen mehr Arbeit hier ins Haus. Und dann werden wir uns vielleicht mal so ein bisschen mit dem Holz noch nebenbei beschäftigen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend für heute, ne? Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und freue mich darauf, wenn ihr morgen auch wieder mit am Start seid. Und ja, wünsche euch bis dahin einen traumhaft schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.